Die Volksbank Bravo Soccer Five Arena in Braunschweig war Schauplatz eines ganz bemerkenswerten Fußballturniers. 18 Mannschaften aus ganz Niedersachsen kämpften um Tore, Punkte und Pokale. Lediglich auf den flüchtigen Blick war das nichts Besonderes. Wer genauer hinschaute, sah das Außergewöhnliche. Denn die Teams kamen aus den Lebenshilfen des Landes. Die Spieler hatten allesamt Handicaps körperlicher oder geistiger Natur. Der Freude am Wettkampf, dem Spaß an der Bewegung und am Spiel mit dem Ball tat das jedoch keinerlei Abbruch. Das war genau im Sinne des Ausrichters, den Sportfreunden Braunschweig. Ein neuer Verein von sozial engagierten Menschen, die vormals als Leistungssportler Erfolge feierten. Thomas Pfannkuch, früherer Mannschaftskapitän von Eintracht Braunschweig, zählt zu den Initiatoren und ist der Vorsitzende des Vereins. Er hat mit seinen Mitstreitern bereits viel auf die Beine gestellt, damit dieses erste Turnier stattfinden konnte. Und die Premiere war ein schöner Erfolg. Mit Thorsten Lieberknecht, dem Trainer der Bundesligamannschaft von Eintracht Braunschweig, gewannen die Sportfreunde den wohl besten Mann, den sie zur Begrüßung der besonderen Kicker finden konnten. Der Eintracht-Coach war umlagert von den Lebenshilfespielern. Er nahm sich viel Zeit, ließ sich mit ihnen fotografieren und gab Autogramme, bevor er symbolisch den ersten Anstoß des Turniers durchführte. Am Ende war er so begeistert und überzeugt von der Idee des Vereins, dass er spontan Mitglied wurde. Ja, als Thomas Pfannkuch auf mich kam und hat mir das Projekt da kurz vorgestellt gehabt, beziehungsweise als ich das dann durchgelesen habe, um was es ging, habe ich spontan zugesagt, weil ich einfach die Idee, die dahinter steckt, die fast schon einzigartig ist, die da ins Leben gerufen worden ist, einfach sensationell finde. Und da ich auch einen Bezug zu körperlichen, geistig besonderen Menschen habe, war es für mich eine Pflichtsache, dem nachzukommen und hier diesen Anstoß und diesen Kickoff letztendlich zu begleiten. Thorsten Lieberknecht setzt sich für die Sportfreunde Braunschweig ein, weil er weiß, welche große Bedeutung Auftritte und Erfolge für behinderte Menschen haben können. Ich finde einfach, dass man den Jungs und Mädels die Gelegenheit geben muss, auch am Leben teilzuhaben und dass die Lebenshilfen natürlich da gebührend dafür stehen und das mit in die Welt hinaustragen, finde ich, ist was, wo wir uns auch verpflichtet fühlen, dem nachzukommen, beziehungsweise dann, wenn man das erlebt hat, wenn man mal so Tage begleitet hat oder bei einer anderen Veranstaltung schon mal dabei war, merkt, mit welcher Freude nicht nur dem Sport nachgegangen wird, sondern auch, ich habe musikalische Darbietungen schon gesehen, dann sind es einfach Sachen, wo ich weiß, das hilft den Jungs und Mädels und schweißt letztendlich auch die Gesellschaft zusammen. Thomas Pfannkuch, Initiator der Sportfreunde und des ersten Fußballturniers für Lebenshilfemannschaften, ist zufrieden, dass aus der Idee einer gemeinsamen Fußballrunde dieses Projekt entstanden ist. Ziel ist es, all jenen Sport näher zu bringen, die in ihren Möglichkeiten dazu, aus welchen Gründen auch immer, eingeschränkt sind. Ich bin so ein Mensch, der immer ganz, ganz viele Ideen hat, ja? Und das ist eine davon. Ich brauche aber immer jemanden, der mich so ein bisschen dabei unterstützt, diese vielen Ideen zu kanalisieren und dann auch wirklich wahr werden zu lassen. Ja, und das habe ich in den Sportfreunden, sage ich mal, die jetzt mitmachen, gefunden. Allen voran an Tina Klose, Uwe Kienert, Steffen Dölger, die da von Anfang an irgendwo Feuer und Flamme waren und dann eben gesagt haben, lass uns das umsetzen. Das ist eine tolle Idee, das ist eine klasse Idee. Die müssen wir einfach umsetzen. Und ja, und so ist es dann letzten Endes von der Idee Realität geworden. Die Motivation für die Initiative stammt aus dem Vorleben der Sportfreunde rund um Thomas Pfannkuch. Wir haben alle, die da jetzt mitmachen, die Möglichkeit gehabt oder das Glück gehabt, dass wir viel gefördert worden sind in unseren Mannschaften. Wir durften viel Sachen erleben, wir haben viele Annehmlichkeiten dadurch gehabt und da wollen wir jetzt einfach ein Stück an diese Kinder zurückgeben. Keine Frage, das Turnier war ein voller Erfolg. Wer kann das besser bestätigen als die Spieler selbst? Gut, aber ich finde das ganz gut, eine tolle Idee finde ich das. Das müssen sie öfter mal machen, sowas hier, ne? Also mir gefällt es wunderbar, also von den Mannschaften sage ich mal her, wunderbar, alles klasse. Der Fair-Sport ist auch okay, sie haben zwar 10-1 verloren, müssen jetzt gucken, dass wir die nächsten Spiele jetzt auch noch gewinnen, dass wir überhaupt weiterkommen. Und trotzdem danke an mein Team, die haben wunderbar gespielt. Am Ende spielte es keine Rolle mehr, dass sich auf dem Spielfeld nicht sämtliche Wünsche erfüllten. Klar ist, dass das Kicken allen so viel Spaß gemacht hat, dass sie einer Wiederholung im nächsten Jahr entgegenfiebern.